What's up, Leute? Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Command Conquer Generals, die Stunde 0. Mit der Modifikation Contra 008 Beta. In ganz großen Klammern, also Beta-Version. Denn ich meine, das Bild hier, aber ich habe ja sowieso ein paar Probleme mit der Shell Map. Ich weiß nicht warum, die muss ich mir irgendwann mal downloaden, weil, ich weiß nicht, sie installiert einfach nicht mehr. Ich habe, bevor ich die Modifikation drauf gemacht habe, extra nochmal das ganze Spiel gelöscht, um wirklich sicher zu sein, dass keine andere Modifikation drauf ist, die die Contra hier stören kann. Ich höre mich gerade so ein bisschen komisch an, vielleicht, so ein bisschen ruhig. Ich bin gerade vor 10 Minuten aus dem Bett aufgewacht. Ich habe mich prompt an den PC gesetzt, um ein Let's Play über diese Modifikation zu machen. Also muss ich erstmal kurz ein bisschen munter werden, was ich wahrscheinlich im Spiel dann werde, genau. Bevor ich starte, muss mir irgendjemand mal sagen, der die Modifikation ebenfalls getestet hat. Wenn man hier Gefecht macht, ist das normal, dass das Spiel immer sofort abbricht? Dass sofort ein Error kommt und ich dann im Hauptmenü lande? Das ist vor allem, wenn man einem Computerspieler die neuen Länder zuweist. Den Cyborg-General von WA oder der Flamm-General von AP oder der Azult-General. Wenn ich das tue, stürzt das Spiel immer ab, da kommt man nicht weit. Aber selbst wenn ich das hier mache, so habe ich das gelassen letztes Mal, dann ist der auch noch 15 Minuten abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung. Das liegt auf, ich weiß nicht, ob es wirklich an der Beta liegt oder ob die Modifikation wirklich, ne? Ich hoffe, dass sie das noch ändern werden irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, das ist eine Beta-Version, wie viel sich da noch ändern wird. Ich hoffe mal, oder liegt es nur einfach an meinem PC oder was? Das kann nicht sein, ich habe doch alles gelöscht und wieder neu drauf gemacht. Da kann nichts stören. So, darum machen wir die Herausforderung. Die hat es übrigens voll in sich. Wie manche vielleicht auch schon herausgefunden haben. Herausforderung geht aber auch nur teilweise bis jetzt. Ich habe ein paar ausgetestet. Der geht, ist aber... Ich habe zweimal probiert, aber jedes Mal habe ich verloren. Glaubt man's? Werde ich nochmal wahrscheinlich gleich austesten. Ich brauche kurz mal eine Uhr hier. Wo ist die Uhr? Komm her. 6.49 Uhr morgens. Nicht mal was gegessen habe ich. Zumindest was getrunken. Hier ist mein Eistee. General Granger. Keine Ahnung. Lasergeneral. Ich weiß gar nicht, ob der geklebt. Ich glaube, den habe ich noch nicht ausgetestet, oder? Doch, habe ich! Ich weiß noch, wo ich die Omega-Kanone gebaut habe. Ich glaube, das Spiel ist dann abgeschmiert. Ach, verdammt, an den kann ich mich kaum noch erinnern. Den hatte ich aber auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob ich den Kampf zu Ende gemacht habe. Ich weiß auch gar nicht, gegen wen er noch mal antritt. Kämpft der gegen... Ja, Moment, doch, der kämpft gegen Luftwaffengeneral am Anfang. Doch, den habe ich zu Ende gemacht. Aber Luftwaffengeneral ist ein bisschen... Echt? Keine Ahnung. Superwaffengeneral habe ich gespielt, die kämpft gegen Panzergeneral am Anfang. Ziemlich heftig. Habe ich auch den ersten Kampf verloren. Musste ich beim zweiten ein bisschen umdenken. Keine Ahnung. Mit TBG habe ich noch gar nicht gespielt. General Tao kämpft gegen Lasergeneral. Da ist das Spiel aber sofort abgeschmiert. Vor allem auch, weil der Lasergeneral gar kein Abwehrsystem hatte. In diesem kleinen Intro. Verstehe ich nicht. Und das war's aber auch. Also ich habe jetzt nur drei, glaube ich, genommen. Während der hier noch richtig aggressiv. Der spielt gleich zu Beginn an gegen den TNT-General. Und das ist richtig überpowered. Also... Ich warte erstmal, bis ich richtig wach bin. Dann zeige ich euch mal den Superwaffengeneral. Ja, schönes lilanes Bild. Und dieses lilane Bild werden wir noch ganz oft sehen. Ist also auch noch was, was unbedingt gepatcht werden muss. Das Tollste ist ja... Ich meine, jeder kennt vielleicht Contra. Wenn nicht, müsst ihr mal das zweite Video anschauen, was ich nochmal verlinken werde, gleich zu Beginn, glaube ich. Was ich am Anfang mache. Da habe ich aufgeklärt, was diese Modifikation ist. Es geht hier nämlich ganz wichtig, das Rangsystem spielt hier eine ganz wichtige Rolle.
Ganz kurz gesagt, in Rang 1 habt ihr Scheißeinheiten und Scheißtürme. In Rang 3 habt ihr mittelstarke Panzer und gute Türme. Und ab dem 5. Rang habt ihr die Superwaffen und die Supereinheiten gibt es hier. Jedes Land, jeder General hier hat eine Supereinheit. Das finde ich an dieser Modifikation auch voll geil, die man erst ab Rang 5 bauen kann. Und das Gute ist, ich weiß nicht, ob es bei Spielstufe normal oder mittel nicht so ist, aber hier auf Spielstufe schwer ist mein Gegner, sprich der Panzergeneral hier oder scheißegal, gegen den ich antrete in der Generalsherausforderung, schon gleich automatisch in Rang 5. Das heißt, der kommt in nur 10 Minuten später gleich mit der Supereinheit angeschissen und ihr habt den größten Müll in eurer Basis stehen. Das finde ich richtig geil. Da haben wir auch schon die ersten Lila in das Bild hier. Und hier war das nächste Lila in dem Bilder. Also die Bilder müssen noch eingefügt werden, die sind noch nicht drin. Das heißt, für alle die, die die Modifikation überhaupt nicht kennen, die werden hier echt verzweifeln. Weil die überhaupt keine Ahnung haben, was es überhaupt ist. Die müssen lesen. Ich muss es auch noch teilweise lesen, aber ich weiß, was es macht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier ungefähr gebaut habe. Als Superwaffengeneral hier, wie gesagt, nichts zum Angreifen, sondern ist lediglich auf Türme angewiesen. Das heißt, ein Igel. Ich weiß, dass ich letztes Mal echt Platzmangel hatte. Das weiß ich noch. So, die gehen gleich zu den Öltürmen. Das schaffen die auch. Das haben sie zumindest letztes Mal geschafft. Was einem natürlich schon gleich ins Gesicht schießt, sind hier keine Einheiten, sondern dieses schöne HUD-System hier. Das finde ich mal richtig geil. Und richtig geil finde ich, guck mal, wie viel Kohle da drin ist. 750.000, ist das deren Ernst? Das ist richtig geil. Ich hoffe, das bleibt so. Wie viel ist da drin? 30.000! Da sind so viele drin wie normalerweise in einem Nachschublager. Schon geil. Da könnte ich eigentlich auch einen Nachschublager bauen, ganz ehrlich. Das ist der immerhin hier 120.000. Jetzt zählt nochmal jeder nach. 3 mal 4, 12. Ja, alles klar. Er hat recht. Dann baue ich auch gleich ein Flugfeld. 1500. Weil die Comanches hier helfen mir extrem am Anfang. Ohne die schaffe ich das, glaube ich, gar nicht. Das Gute ist, dass der Gegner ja wirklich immens voll auf meine Türme drauf geht und dass er meine Comanches dann ignoriert. Darum können die dann richtig gut helfen. Darum erstmal schön was zur Ablenkung bauen. Das Geld brauche ich. Auch wenn die Türme nicht lange stehen bleiben werden. Das habe ich aber auch schon in der letzten Generalsherausforderung gesagt, im Normalsch. Bei der Shockwave Stunde 0. Das ist sehr nett von euch. Die Türme sind natürlich überhaupt nicht groß, ne? Also. Immer breit. Allzeit bereit. Und Comanches. Sonst noch was? Oh. Bau mal schneller das Kraftwerk da, sonst dreh ich durch. Böp. Ah, ne, hab ich noch. Ich dachte, jetzt habe ich keinen Saft mehr. Alles klar. So, jetzt das Gerüst. Also beim Anfang habe ich auch keine Comanches gebaut, also. Vor allem, der greift auch nonstop mit scheiß Menschen an. Also Soldaten. Das geht dann voll auf den Sack. Was gibt's zu tun? Später allerdings kein Problem mehr, wenn man wirklich die überpowerten, die ganzen Upgrades für die Türme hier hat. 4 Upgrades bietet hier der Slot frei. Und diese Upgrades kann man erst ab Rang 3 das erste nehmen. Im Strategiezentrum. Mensch. Schön, dass es hier übrigens keine Stimme gibt. Also die Generäle sagen alle nichts. Ich find's auch voll geil, dass die Soldaten hier keine Panzer angreifen können. Dung, 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 dung. Einheit verloren. Schnauze. 100% macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Reaktor produziert 100% mehr Energie, das stimmt gar nicht. Das sind eigentlich 300%.
vom Superwaffengeneral. Ey, geh da mal weg. Ach stimmt, ich muss aber aufpassen, da kommt noch was. Die Raketenwerfer sind übrigens richtig gut gegen Panzer geworden in dieser Modifikation. Die darf man gar nicht unterschätzen. Was man bestimmt noch sehen will, werden. Ich weiß, die Supereinheit kam, glaube ich, zuerst hier ungefähr. Da kommen auch diese Scheiß... So, jetzt geht das Game jetzt los. Ab jetzt greift er nämlich nonstop an. Man sieht schon, die Türme halten nicht lange. Wenn man da nicht mal aufpasst und ständig auf die Karte guckt, war's das. Sagt der Turm AD. Du bist der freundlich, ne? Oh, cool, ey. Also durch das Headset hört sich das alles voll geil an, ey. Gatling ist kein Problem. Es sei denn, der Turm sagt gleich Wiedersehen. Ich glaube, hier speichere ich mal, weil es macht bestimmt euch keinen Spaß, wenn ich dann normal neu anfangen muss. Den ganzen Spaß hier. Dauert nicht lange, da kommen auch schon die ganzen Rang 3 Panzer von dem hier. Obwohl der überhaupt nichts von mir zerstört hat, dass der eigentlich nur ein Rang 0 sein dürfte, ein Rang 1. Meine Öltür ist auch schon lange weg. Mach weg das Ding. Barbecue gibt's hier nicht. Nicht, wenn es so kalt draußen ist. Kohle. So, 5 dürften, 6 dürften dann reichen. Rang 2, das ist gar nichts. Mehr Türme. Ich hatte auch zuerst diese hier, die Dinger hier gebaut mit Raketenwerfer drin, aber... Oh, oh. Oh, oh. Boom. Ja. Diese scheiß Panzer, die heißen CZ. Nee, Warmaster. Diese scheiß Medic hier. Was habe ich denn da gemacht? Defense Training. Das andere hier ist ein Heavy Dozer, also ein schwerer Bulldozer ist das ja. Mit einer härteren Panzerung. Allerdings kostet der mehr und die Anfang tun's am Anfang auch, also. Wenn die Gebäude nun schneller bauen könnten, das wäre natürlich toll, aber nö. Ich kann die Soldaten nicht angreifen. Hier, das wird mir als... Da! Das wird mir als Fehler angezeigt. Als nicht angreifbar, was ich nicht so ganz kapiere. Das müssen die auch noch fixen unbedingt. Die haben ja ein Forum, wo jeder unterhalten kann, ob der was für Fehler er entdeckt hat. Die kann er dann mitteilen. Ach, da sind ja die Rang 3 Dinger. Ist übrigens geil, wie die fliegen, ne? Fliegen können so richtig so schräg fliegen irgendwie. Und dabei noch schießen.
Das ist so ein Etienne-Dings. Das finde ich voll geil. Wieder explodieren. Ich kann die erst angreifen, wenn sie in meiner Reichweite sind. Verstehe ich nicht ganz. Ja, aber wie gesagt, ja, er greift nonstop an und das auch schon mit Rang 3 Panzern. Also, selbst wenn man gute Panzer hat, hat man schon kaum Chancen. Ach, Waffenfabrik, scheiße. Ach Mann, ey, mal diese Zeitverzögerung hier. Ja, ja, was? Zwei Raketen und das reicht aus? Verpiss dich. Oh. Ach nö. Scheiß Bäume. Das ist der Grund, warum man hier in diesem Spiel nicht kein Freund von Greenpeace sein sollte. Bäume machen nur Ärger. Da haben wir den verbesserten Bulldozer. Rang 3 waren wir. Der User Drop, das nehmen wir gerne. Und der AA-Laser, den brauchen wir gar nicht. Wir brauchen noch den da. Was hier wieder für eine Scheiße rumfliegt. Schieß auf dich selber. Yeah. Sehe dich. Halt euch. Den sehe ich nicht. Alter, die machen Damage, ey. Ich glaube, es ist ein MPR gewesen, oder ein normaler Overlord, weiß ich nicht. Alter, wie die es auf meine Dinger abgesehen haben. Composite-Panzerung, das ist geil. Dann haben die Türme schon mal 25% eine bessere Panzerung. Und die Gebäude, glaube ich, ja, die Gebäude auch alle. Also wirklich, alle Gebäude sind besser gepanzert. Da haben wir den Super-Einheits-Wix-Ding. Da hatten wir den super Ding. Wenn man da nicht reagiert, ey. Der kann auch nach oben schießen, das ist ja das Tolle. Und der ignoriert meine Helikopter am Anfang leider nicht. Das heißt, ich muss den erstmal anlocken. Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Verpiss dich. Ich sterbe schon wieder. Alter, echt, es ist ein... Ich geh hier ab. Der greift mich bestimmt an. Ja, genau, gleich 3 Sterne. Macht klar doch. Das Tolle ist ja, ich brauch Geld, also ich muss mich für irgendwas entscheiden jetzt. Moment mal, ich kann auch Dings... Ah, nee, kann ich erst ab... Ah, scheiße. Ich kann auch hier Dings machen. Ich muss ja mal nur Helikopter bauen, ne?
So, dann habe ich meine 6 wieder zusammen. Ich lege das Fundament. Es liegt an. Was gibt's zu tun? Helm? Mal gut, dass man die so schnell bauen kann, die Dinger. So, jetzt aber die wieder aufbauen. Da war ein Drachenpanzer. Mittlere Flughöhe. Was kommt da denn alles? Oh Mann, ey. Alter, wie viel Damage die machen! Das ist cool, ne? Das mache ich gerne. Ja. Ich mein, scheiß Turm kann man hier bauen. Oh, jetzt kommt da halt mal wieder ganz... Bevor ich irgendwelche Türme bauen will, will ich erstmal Abwurfzonen bauen, damit ich Kohle kriege. Die verkosten was, was stehst du? Darum bringt's nicht viel, wenn ich ständig einen scheiß Turm verliere. So, jetzt aber. Oh, mein Flugfair. Ich komme nicht dazu, eine beschissene Abwurfzone zu bauen. Es wird einfach nichts. Mit diesen scheiß überpowerten Drecksdingern. Hallo, das ist ein einziger Helix. Wenn man da mal mit 10 Stück ankommt, hat er ja schon mal... Ne? Na gut, dass die Mix so exakt kommen, dass kein Feuersturm entsteht. Also da hat unser General Quai hier natürlich super schlau überlegt. Aber man muss natürlich sagen, zu seiner Verteidigung, er kennt sich mit Flugzeugen halt nicht so gut aus. Vielleicht weiß er das ja gar nicht. Ich meine, seine Panzer sind ja nur seine Spezialität. Ne? Weil wenn man sowas sieht... So, jetzt aber. Abwurfzone. Kohle. Das kostet so viel, ey. 1600. Nur noch die zwei Herrschaften? Das ist ja gar nichts. Holen wir uns mal Verstärkung. Ja. Guckt euch die Scheiße da an. Mit denen kommt das sogar an später. Das ist das Lustige. Kommt der Super Overlord wieder angeschissen? Da ist er! In der untersten Ecke, da kommt er! Ich brech durch!
Also sonderlich Damage machen die nicht, ne? Da waren die in Contra 007 besser. Mein Raketenfummel ist bereit. Damage die machen, das ist geil. Einheit verloren. Könnt ihr da oben kurz mal alleine auskommen? Ich muss hier unten kurz mal. Sag mal, baut er die scheiße Mannequin überhaupt oder kriegt er diese umsonst in den Arsch geschoben? Der Super Overlord stand dahinter, ne? Genau. Aber das ist gut, dass er da parkt. Dann ist er aus dem Propagandaturm-Modus raus. Ja, bleib mal da stehen. Machst dir einen gemütlichen Tag. Soll ich mich kurz mal verziehen? Ihr schafft's ja mal ganz kurz alleine, ja? Ja, das wollte ich sagen. Sonst gibt's Ärger, genau. Die sagen alles, was ich sagen will. Piss dich! Das Problem hätten wir auch. Abwurfzone. Ich will, brauch Kohle, verdammt. Wie gesagt, Kohle. Das dürfte dann auch erstmal reichen. Dann mache ich den dann noch, um mehr Kohle zu kriegen. 10%. Jetzt sieht man auch hier, wozu sage ich eigentlich, wie spät es ist, ne? Man sieht es ja hier unten. Neues Bauprojekt. Ich gehe an die Arbeit. Ah, schön, meine Türme sind wieder fertig. Frag mir jetzt nicht, wo ich den stellen soll. Kein Schimmer. Was liegt an? ...2200. Jetzt fangen wir nämlich langsam an mit dem richtigen Spam-Aktionen hier. Ja. Neue Nachschubwege gesichert. Wenn die Abwehr fertig ist, dann werdet ihr richtig sehen, das ist die geilste Abwehr überhaupt, ey. Also wie gesagt, ne, Rang 1, da habt ihr die dreckigsten Einheiten, so richtige Penner-Einheiten, die nichts auf die Reihe kriegen, also. Und der Gegner hat natürlich auch nur Scheiß-Einheiten, das ist natürlich jetzt nur ein bisschen scheiße, weil der, bei der Generalsherausforderung schon gleich in Rang 5 ist. Rang 5 ist der Junge. Jetzt kommt noch mal einer oder zwei. Sag ich ja. Aber die kommen immer zu spät, dass kein Feuersturm entsteht. Zum Glück. Neues Bauprojekt? Ja. Ja. Die können so weit ballern, ne? Das ist unglaublich.
Also wie gesagt, die benutze ich gerne an vorderster Stelle, an äußerlichsten Kern. Die zweite Schicht ist dann das Zyklongeschoss. Da. Den baue ich dann hier hin ungefähr, da gleich direkt dahinter, weil die haben eine relativ kleine Reichweite. Aber die Dinger immer ziemlich weit hinten, weil die echt so weit ballern können. Ach nö! Das hört sich zwar so geil an, aber ist halt extrem nervig. Darum müssen sie leider weg. Man kann sogar die Reichweite ansehen. Soweit kann er ballern. Alles, was im Roten drin ist, da kann er hinschießen. Och, nicht schon wieder. Nein! Doch. Dann noch mit 3 Sterne. Kann ich da vielleicht jetzt... Cool! Geht sogar! Och, nö. Ups! Er will mein Flugfeld angreifen, sie greift aber mein Kraftwerk an, du blöder Bastard! Stromrechnung nicht bezahlt? Das macht euch unglücklich. Endlich ist die Rechnung angekommen. Ich. Scheiße. Naja, wir kriegen ja die Bulldozer hier einfach so in den Arsch geschoben umsonst. Lupf, wieder 2. Ich hab vergessen, dass die 4 hier, die man da hinstellt, auch mal so viel Energie abziehen. Wir haben ein Flugfeld verloren. Kurz mal Konzentration, also ich darf einmal kurz bitten. da. Das hört sich auch geil an, immer. Puh.
Was für eine Spezialeinheit. Du bist ein Kack-Ranger. Da kann ich nichts bauen, Sir. Was liegt an? Weiß ich selber, du Einstein. Das wird schon. So, jetzt fangen wir langsam mit der richtigen Defensive an hier. Allzeit bereit. Guter Untergrund. Dass uns das nicht nochmal passiert. Das hört sich immer geil an, dieses Auswählen von den Dingern. Ich finde die Türme so krass, ey. Kennt jemand das Spiel Deathland 3? Das habe ich unter anderem auch mal let's played, auch wenn ich noch eigentlich mittendrin bin. Was gibt's zu tun? Wo man mit so einem Raumschiff durch 15 Level fliegt und Roboter abknallt. Ich find's voll geil, das Spiel ist so uralt, aber die Entwickler dieser Modifikation kennen das Spiel. Die haben das definitiv gespielt. Die haben nämlich ganz viele Waffen und auch Soundsysteme, Soundeffekte von diesem Spiel hier in diese Modifikation drin reingemacht. Unter anderem dieses Zyklon-Geschoss hier. Das schießt nämlich, wie man gerade gesehen hat, mit so einem Kolben, mit so einem fetten Kolben schießt er zum Ziel hin. Und dieser teilt sich dann, splittet sich in weiteren kleinen Raketen auf. Da. Das ist auch haartreu eine Waffe aus Destiny 3. Das ist das Zyklon-Geschoss, was man irgendwann nochmal sehen wird, wenn ich das Spiel mal weiter let's playen sollte. Das ist auch so eine lilane fette Rakete, die man zum Feind hinschießt, die dann auch sich splittet in in acht oder kleineren Raketen. Das ist richtig geil. Ich baue immer das Falsche. Alter, das ist so geil. Ich habe was ganz Wichtiges noch gar nicht gemacht, ich Dulli. Hier. Die sind geil, die Teile. Fällt mir gerade auf, wenn ich die Soldaten jetzt sehe. Alter, das ist jetzt richtig geablache hier. Bum, bum. Auch nicht schon wieder. Aber so unfair, hier habe ich noch nichts. Die Modifikation macht halt richtig Laune. Wenn man jetzt überlegt, man spielt hier mit 6 Computerspielern oder so. Ja, das ist jetzt doof. Ich habe echt keine Energie gehabt. Was? Wie viele Kraftwerke muss ich eigentlich bauen? Ich brauche Bulldozer. Brauche ich gar nicht. Oh, geh mir weg. Achso. Hat sich erledigt. Hier. Jetzt sieht man da diese blauen Schockwellen. Bei den EP-Türmen. Das ist halt richtig gut gegen Soldaten jetzt. Die sind jetzt sofort weg. Das heißt, man kann... Es ist unmöglich, jetzt mit Soldaten anzugreifen. Für den Gegner. Und später, wenn ich dann die erst EMP-Upgrade habe, dann ist es für Panzer auch fast unmöglich. Krasse Geschichte. Ist ja schon fast wie Tower Defense hier. Jetzt freue ich mich aber schon, wie ich die ganzen Superwaffen irgendwo hinklatschen soll. Die nehmen nämlich voll viel Platz weg, wie man sieht. So, jetzt das Gerüst. Beginnen wir mal die erste. Weil die nächsten Superwaffen können wir auch erst nur bauen, wenn wir die anderen Superwaffen haben. Also es geht immer so einen Schritt weiter. Eigentlich brauche ich mir gar keine Energie-Gedanken zu machen. Ich kann auch die hier erfinden, ich Dulli. Solarpanels, also Solarzellen.
Denn alles, was Energie kostet, Türme, Fahrzeuge, falls nötig, alles, was Energie kostet, verbraucht weniger Energie. Das heißt, ich werde gleich einen richtig fetten Energieschub kriegen, sobald das Upgrade hier fertig ist. Hätte ich mir die ganzen Kraftwerke auch sparen können. Cool, ey. Was macht der denn da? Ey, der chillt hier rum, der hängt da rum. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, zweite Superwaffe, das war Partikel. Nimmt zum Glück nicht ganz so viel Platz weg. Wo quetsche ich die denn hin? Da. Ah ja, jetzt haben wir auch richtig viel Energie gekriegt. Jetzt brauchen wir eigentlich gar keine Energie-Gedanken mehr zu machen. Viel Türme baue ich jetzt eh nicht mehr. Wir können übrigens nach oben schießen auf die Zyklon-Geschosse. Also Helikopter könnt ihr auch anvisieren. Der ganzen Türme kann ich noch Drohnen geben, auch noch, wenn es sein muss. Das ist halt... episch halt schon. Ja, wenn man jetzt hier mit sechs Leuten spielt, also oder sechs Computerspieler mit Spielstufe schwer, die dann richtig Radau machen und die dann auch alle Rang 3 oder Rang 5 sind und mit den Supereinheiten ankommen, dann ist es richtig gemetzellos und richtig Action. Ist halt noch eine Beta-Version hier. Also so bleibt das noch nicht. Also ich hoffe, da wird unter anderem hauptsächlich noch in den ganzen Systemdingern rum ausprobiert, damit das Spiel auch bei jedem läuft. So, nun kann man natürlich sagen, ja, du hast ja eine super Verteidigung, aber was ist denn mit anderen Superwaffen, wie zum Beispiel einer Atomrakete oder einem Scud-Sturm oder irgendwelchen Frachtflugzeugen, die eine Massenvernichtungswaffe bringen, dann ist ja, ich meine, so eine eingequetschte Basis, wenn man so viele Türme hat, braucht man eine Menge Kraftwerke, das heißt, man hat automatisch mal so eine fette Basis und einen fetten Balken wie hier. Da bist du ja gearscht, wenn eine Superwaffe kommt, ne? Nö, bin ich nicht. Ich hab nämlich das da. Das baut man dem Herzen hin, irgendwo im Mittelpunkt der Basis. Wenn man Platz hat. Wenn man Platz hat. Was gerade ein kleines Problem ist. Kann ich den verkaufen? Oder zerstören? Spezialausbildung kann durchlaufen. Dann baut man das SDI-Abwehrsystem. Und man hat, ja. Das würde ich am liebsten mal zeigen. Weg da. Bitte warten Sie. Das Kraftwerk führt für Sie extra gleich detonieren. In T minus 5, 4, 3, 2,5, 2, 3 Viertel, 1, 0. Gut, dass wir das geklärt hätten. Eigentlich kommen 2/3 der vor 2,5. Aber scheiß drauf kurz. Ob willst du mich verarschen, ey? Ist nicht euer Ernst! Das brauche ich eh nicht, ganz ehrlich. Der Computerspieler, also der Panzergeneral, kommt eh nicht damit an.
Ja, das, so sieht das Ding aus. Das Ding macht Superwaffen kaputt. Also, Atomrakete oder Scud-Sturm werden im Orbit abgeschossen, bevor sie runterkommen. Aber auch Artilleriebeschuss, glaube ich, von China oder Frachtflugzeuge, die irgendwas wie eine Mutter aller Bombe bringen will, werden abgeschossen. Somit ist man auch vor diesen ganzen massenfertigen Waffen geschützt. Ist halt der Superwaffengeneral mit der super Abwehr, ne? Wie man das ja eigentlich kennen sollte. Und dann, als Krönung des Ganzen, hat man hier noch. Man kann insgesamt 5 Stück davon bauen. Ja. Da ist das Baulimit. Hier haben wir die Mutter aller Bomben, die können wir mal gleich finden, wenn ich die mal hier nehmen sollte. Shockwave-Bomb. Der AA-Laser hier, der kann, glaube ich, jeder WA-General nehmen. Ist halt so ein, ja. Sollte man dorthin machen, das ist halt so ein Laser, der vom Orbit abgeschossen wird, der ganz viele Helikopter abknallt oder Flugzeuge, die da rumfliegen. Mehr nicht. Also wenn man gegen Luftwaffengeneral antritt und dann fliegt da so ein ganzen Haufen Scheiße durch die Gegend, dann kann man den AA-Laser dort einsetzen und dann kommt da so ein, ja, so ein komischer Laser runter, der macht alles kaputt. Alles putt, was in der Luft fliegt. Es kann losgehen. Was gibt's zu tun? Ja. Muss etwas repariert zu tun? Muss etwas repariert werden? Ich bin beschäftigt. Du bist gut. Versteckt sich da deinem Stein. Denn jetzt müsste ich mal das da bauen. Das ist meine super Einheit. Dieser komische Metallklotz. Ist eigentlich scheißegal, wo ich den hinstelle, weil der kann sich bewegen sogar. Was macht ihr denn da vorne? Seid ihr lebensmüde? Saturn. Das Bauen dauert nämlich überhaupt nicht lange von dem. Kann ich davon mehrere bauen? Ich kann davon sogar mehrere bauen, das ist sehr cool. Habe ich jetzt Dingsbums gemacht? Ja. Ach, Minen kann ich ja auch noch machen. EMP-Minen. Überall. Um meine ganze Basis herum. Damit ich sogar vor einem Hinterhalt von der IBG geschützt bin. Oder vor den Tunnelsystemen. Kann ich hier überall noch EMP-Minen hinlegen. So viel zu dem Thema. Das wollte ich eigentlich auch nochmal ansprechen. Das sind die sogenannten EMP-Schilder. Nicht EMP. Allgemein Schutzschild einfach, Energieschilder. Die aktivieren sich automatisch. Man kann es natürlich einstellen. Don't activate oder activate. Und es ist eigentlich ganz simpel, was es macht. Alles, was in einem Energieschild drin ist und was von äußerlichen, was von außen durchdringen will, wird sofort annulliert. Das kommt nicht durch, das Geschoss, egal was. Das heißt, hier können jetzt 10 Nuklear-Geschütze stehen. Wenn ich hier ein Schild aktiviere, wie man gesehen hat, kommen die Raketen nicht durch. Unverwundbar. Glaubt ihr mir jetzt, dass es eine geile Verteidigungsmaßnahme hier gibt? Beim Superwaffengeneral? Und das ist nur der Superwaffengeneral. Ich meine, die anderen Generäle haben ja auch alles ihr spezielles Gebiet. Der Lasergeneral hat wirklich alles voll die geilen Laserwaffen. Das hat man nicht gesehen. Die Mod ist geil. Herrlich. Sollte das Ding heute mal irgendwann fertig gebaut werden, kann man es ja mal demonstrieren. Da. Es bewegt sich. Es bewegt sich. Mit einem Laser, der nonstop feuern kann.
und er kann Gebäude bauen. Unter anderem kann er meine vierte Superwaffe bauen. Ihr kleinen Wichte. Blackout-System. Ist schon was Feines. Der Helikopter fliegt da herum und kommt nicht runter. Schade, dass der nicht drin ist. Jetzt schon. Hört man das? Das ist auch ein Soundeffekt von Destiny 3. Wenn man Unverwundbarkeit das Item einsammelt. Krass, ey. Einfach so krass. Jetzt können wir mal irgendwelche Szenarien durchgehen. Sollte jetzt hier der Nuklear-General mit Overlords ankommen, die hier rumstehen und die Nuklear-Geschütze, die versuchen dann die Abwehr vom Weiten zu zerstören, kann ich wie gesagt die Schutzschilde alle nach und nach aktivieren. Das kostet extrem viel Zeit. Da kommt nichts durch. Dann kann ich irgendwelche Superwaffen dann da draufballern, schicken. Ich hab ja genug. Oder die Aurora Beta, die richtigen fetten Damage machen. Jetzt können wir hier die EMP-Raketen erfinden. Die wir die ganze Zeit suchen. Habe ich hier jetzt alles? Es gibt hier etwas, was ich vermisse. Das haben sie irgendwie rausgenommen. Das gab es bei Contra 007. Dozer Speed, das ist ein... Schade. Es gab ja so eine Partikelpanzerung. Weil... das SDI... Nein. Zerstört ja, wie gesagt, Skatsturm und Atomraketen. Aber der Partikelkanone, die kommt durch. Darum gab es eigentlich bei Contra 007 so eine Panzerung. Die konnte man bei der... Die konnte man hier erfinden. Bei der Partikelkanone. Aber leider nicht mehr. Was, extra für die Partikelkanone gedacht ist. Das war nämlich dann, dass die Gebäude 50 oder 70% härter gepanzert sind vor einem Partikelkanonenangriff. So dass die Partikelkanone noch nicht mal ein Kraftwerk zerstören konnte damals. Aber das haben sie jetzt scheinbar rausgenommen. Upgrade aktiviert. Wäre eventuell zu überpowered gewesen oder so. Dass sie wenigstens eine Schwachstelle da bieten wollten oder so. Oder es kommt noch, keine Ahnung. Ihr wisst schon, dass ihr keine Chance mehr habt, ne? Oh, der kommt doch durch. Dann muss das im zweiten Ding drin sein, oder was? Ich muss mal kurz unterbrechen, Leute. Wir schauen... diese 40 Minuten sind nämlich um, so. Weiter wollte ich nicht aufnehmen. Also, bis gleich erneut. Dann sehen wir uns wieder. Tschüss.